Ja, heute hatten wir im Rat unseren Antrag zur Zweckentfremdungsverordnung. Unsere Landesregierung, Rot-Grün, macht es möglich, dass wir eine solche erlassen können. Das ist jetzt ein kompliziertes Instrument, aber es hilft verhindern, dass Wohnraum in Büroraum oder Geschäfte umgewandelt wird, ohne dass man dagegen angehen kann. Das heißt, es ist so, dass man quasi den Investor zwingen kann, das zu unterlassen oder aber, wenn es gute Gründe gibt, es doch zu machen, dass er anstatt dessen neuen Wohnraum schaffen muss. Also eine ganz tolle Sache. Leider konnten wir uns heute noch nicht direkt einig werden, aber immerhin ist der Antrag nicht abgelehnt worden. Und ich hoffe, dass wir, sobald die genaueren Durchführungsverordnungen, wie das so schön heißt, vom Land kommen, dass wir uns dann doch einig werden und das für Düsseldorf dann ja einsetzen als Möglichkeit.